Gabi starrt. Ich versuche, mich auf die dunklen Buchstaben vor meiner Nase zu konzentrieren. Doch ihr krampfhafter Blickkontakt ist schwer zu ignorieren. Ich hasse es, wenn sie das macht. Kann sie nicht einfach frei sagen, was Sache ist, anstatt darauf zu warten, dass ich ihr Verhalten bemerke und sie frage? Und wenn ich schon fragen muss, kann sie dann nicht wenigstens sofort antworten, anstatt ihr Anliegen noch wenigstens 5-mal abzustreiten? Ich habe Gabi ja gern. Wirklich, wirklich gern. Aber diese Angewohnheit, diese »Ich lass mir jeden Wurm einzeln aus« der Nase ziehen, weil alles andere ja unhöflich und aufdringlich wäre Mentalität, die muss ich ja deshalb nicht auch gern haben, oder? Seufzend senke ich die Zeitung. Gottverdammt. Also schön, was ist denn los? Sofort senkt sie den Blick auf ihren Teller, die Unschuld in Person. Wieso, was soll schon sein? Uch, das. Genau das. Hin und wieder ist meine Mitbewohnerin so nervig, wie sie vorhersehbar ist. Aber ich bin eine geduldige Person, die einen möglichst undramatischen Morgen verbringen will. Also bleibe ich ruhig. Gabi Wüllberg, du hast etwas auf dem großen, chronisch überbesorgten Herzen, das da in deiner Brust tuckert. Spuck es bitte einfach aus. Wir wissen beide, dass ich dich lesen kann wie ein Kinderbuch. Weiteres Leugnen wird also nicht nötig sein. Du hast doch nicht einmal dein Brötchen angerührt. Das goldbraune Teilchen liegt tatsächlich noch unangetastet auf ihrem Teller, sträflich ignoriert. Sie presst die Lippen zusammen. Beleidigt? Also schön. Ich wollte ja nichts sagen, aber wenn du darauf bestehst... Ich habe mal von jemandem gehört, dem die Augen hängen geblieben sind, als er sie zu lange verdreht hat. Wollte Gabi schon immer mal fragen, ob das ein Bekannter von ihr gewesen sein könnte. Der bissige Kommentar wird zurückgehalten. Stattdessen nicke ich ermutigend, bedeute ihr weiterzusprechen. Es ist deine Nase. Das heißt, eben nicht deine Nase. Sie ist komisch. Ich bin ziemlich sicher, dass jemand sie ausgetauscht hat. Ich blinzele. Mein Verstand rennt gegen eine Glasscheibe. Gabis Worte winken ihm von der anderen Seite aus unschuldig entgegen, während er mit diesem langgezogenen Quietschen, das man sonst nur in Cartoons hört, am Glas hinabgleitet. Was? Sie ist aufgesprungen, stapft hektisch, gestikulierend durch die kleine Küche. Okay, okay, okay. Ich weiß, das klingt schon wieder dämlich. Aber hör mir erst einmal zu. Man kann es fast gar nicht sehen. Nur im richtigen Licht, nur im richtigen Winkel. Deshalb mache ich dir auch gar keinen Vorwurf. Allein hättest du es kaum bemerken können. Mir wäre es ja selbst fast gar nicht aufgefallen. Aber das da, dieses Dings, dieser Zinken in der Mitte deines Gesichts, das ist nicht deine Nase. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum es da ist. Und ich weiß nicht, wer so etwas machen würde, außer vielleicht Ihnen. Ich bringe rasch den Kaffeekocher in Sicherheit, als sie ihn beinahe mit einer dramatischen Geste vom Tisch fegt. Meine Wohnung ist wirklich zu klein. Stirnrunzelnd verschränke ich die Arme. Gabi! Gabi, reg dich doch bitte erst mal ab. Ich will ja nicht sagen, dass das absolut hirnrissig klingt, aber... Aber? Es ist beinahe ein Fauchen. Sie wirbelt zu mir herum und zum zweiten Mal an diesem Morgen starre ich wie ein Reh im Scheinwerferlicht in diese stahlgrauen Augen. Beschwichtigend hebe ich die Arme. Aber du könntest es vielleicht selbst zugeben? Ich meine, selbst wenn sie tatsächlich existieren. Selbst wenn... Wie hätten Sie denn bitte meine Nase austauschen sollen? Vom Warum einmal ganz abgesehen. Könnte es sein, dass du dich gerade wieder in irgendwelche verrückten Ideen hereinsteigerst? Vielleicht? Ich senke den Blick und greife abwesend nach meiner Zeitung. Der andere Stuhl knarzt erbost auf, als Gabi sich schnaubend auf ihn fallen lässt. Und genau darum sage ich eben nichts, weil du mir ja ohnehin nichts glaubst. Wenn es nach dir ginge, könnten sie uns einen nach dem anderen ausschalten. Dem feinen Herrn wäre das egal, hm? Hauptsache, er kann in Ruhe sein Tagesblatt lesen. Ihre helle Stimme zittert vor Wut. Seufzend streiche ich das weiche Papier glatt. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass du... Naja, manchmal etwas voreilige Schlüsse ziehst, nicht? Das musst du zugeben. Bitteres Schweigen tönt mir von der anderen Seite des Tisches entgegen. Mir soll es recht sein.
Ihr Schweigen lässt sich leichter überhören als ihr Starren. So richtig auf den Artikel konzentrieren kann ich mich allerdings auch nicht mehr. Abwesend streiche ich mir über die Nase. Klar, ein vollkommen lächerlicher Gedanke, aber in all seiner Lächerlichkeit schon etwas beunruhigend. Ich räuspere mich leise. Also, nur einmal angenommen, du hättest recht. Woran hast du es denn gesehen? Dass das nicht meine Nase sein soll? Ich blicke gerade noch rechtzeitig auf, um zu sehen, wie sich ein Lächeln in ihrem Gesicht breitmacht. Sie springt auf, packt meine Hand. Mit zusammengekniffenen Augen neige ich den Kopf erst in die eine, dann in die andere Richtung und beobachte mein Spiegel-Ich, das die Bewegung widerstandslos imitiert. Das heißt, viel eher beobachte ich seine Nase. Meine Nase? Ich runzle die Stirn. Verdammt, sehe ich alt aus. Gabi unterbricht meine Gedanken, ehe sie es schaffen, abzuschweifen. Und? Ich weiß nicht. Scheint mir eigentlich ganz normal, oder? Also, höchstens minimal anders. Wenn ich den Kopf so mache, sieht's schon merkwürdig aus, aber... Na bitte, das meine ich doch. Ist doch klar, dass die nicht vollkommen anders ausschaut. Solche Fehler machen sie doch nicht. Aber man kann es sehen, richtig? Ich nicke langsam. Es klingt vollkommen irrsinnig, aber ich vertraue Gabi einfach. Meine Mitbewohnerin mag manchmal vielleicht wirres Zeug reden, ab und an monatelang auf irgendwelchen merkwürdigen Expeditionen verschwinden, um dann unangemeldet wieder hier aufzutauchen. Aber wir kennen uns nun schon so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir überhaupt Freunde geworden sind. Jedenfalls hat sie mir schon oft aus der Patsche geholfen. Meistens sogar noch, ehe ich bemerkt habe, dass ich drin stecke. Und wenn sie nun sagt, dass das nicht meine Nase ist, dann ist es wohl nicht meine Nase. Zufrieden rüttelt sie an meinen Schultern. Eigentlich sollte es mich ja stören, dass sie sich so über das Verschwinden meines Riechorgans freut. Aber ich kann ihr einfach nicht böse sein. Sie will schon so lange beweisen, dass sie tatsächlich existieren. Mit einem letzten Blick auf meine Nase. Meine Nase. Das Ding. Stemme ich mich von dem alten Waschbecken hoch und drehe ich mich zu ihr um. Und jetzt? Alte Fotos herauskramen und die Polizei rufen? Ja klar, ganz genau. Das heißt, bevor wir uns den Aufwand machen, könnten wir ihnen eigentlich auch gleich einen freundlichen Brief schreiben und uns dann aus dem Fenster schmeißen, damit sie uns noch nicht einmal entsorgen müssen. Mann! Ich hab dir doch schon 1000 Mal gesagt, dass die Polizei ihnen hilft. Beinahe jeder hilft ihnen. Hast du mir denn nie zugehört? Stirnrunzelnd räume ich den Becher mit meiner Zahnbürste zurück auf den Waschbeckenrand. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur eine vage Vorstellung von ihnen. Okay, schon gut. Was denn dann? Gabi beißt sich auf die Lippen. So weit hat sie offenbar auch noch nicht gedacht. Wie einer dieser Silvesterböller, dieser verrückten Bienen, zischt sie aus dem Bad und beginnt erregt durch die Wohnung zu stapfen. Gähnend folge ich ihr. Tief in ihren Gedanken verloren, fährt sie sich durch die Haare, leise vor sich hin murmelnd. Ich liebe es, ihr beim Denken zusehen zu können. Plötzlich kommt sie zum Stehen, dreht sich abrupt zu mir um, triumphierend. Ist doch eigentlich ganz logisch. Wir müssen zuerst einmal analysieren, wie sie das Ding an dich ranbekommen haben. Schließlich werden sie dafür Leute aus unserem Haus engagiert haben. Ich tippe auf, warum? Huh? Warum müssen sie Leute aus unserem Haus engagiert haben? Wenn sie so mächtig sind, hätten sie meine Nase doch auch selbst stehlen können. Quatsch, ich habe doch Vorkehrungen getroffen. Von ihnen kommt keiner in unseren Wohnblock. Mann, kriegst du denn gar nichts mehr mit? Jedenfalls tippe ich auf die Meyers. Wenn jemand sich mit ihnen einlassen würde, dann garantiert die Meyers. Die kamen mir schon immer fischig vor. Ich verziehe den Mund. Betroffen. Ausgerechnet das alte, freundliche Pärchen? Gabi, bist du sicher? Die kamen mir eigentlich immer ganz nett vor. Haben immer im Treppenhaus gegrüßt. Weihnachtsgeschenke vor die Tür gelegt. Du, die haben uns doch vor einigen Wochen sogar auf ihre Goldhochzeit eingeladen. Ja, ah, eben. Natürlich sind sie so freundlich, weil sie dich einlullen wollen. Du musst mitdenken, Mann, mitdenken. Wer grüßt denn bitte jeden Tag freundlich im Treppenhaus? Und die Goldhochzeit natürlich lassen die sich bestechen, wenn sie sowas noch feiern. Mit der Rente heutzutage. Ich lasse ihre Worte kurz vor meinem inneren Auge vorbeiziehen, wiege ihr Gewicht in den Händen. Ich meine, wenn man es so sieht,
Könnte schon was dran sein. So gut, die Meyers dann also. Und was machen wir jetzt mit dem Wissen? Wir können ja nicht einfach anklopfen und ihnen sagen, dass sie meine Nase wieder rausrücken sollen, oder? Ich blicke gerade rechtzeitig auf, um zu sehen, wie sich ein listiges Lächeln in Gabis Gesicht ausbreitet. Bam! 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 Meine Faust schmerzt schon vom Hämmern. Hinter der Tür regt sich nichts. Ich werfe Gabi, die am Treppenabsatz wartet, einen fragenden Blick zu. Sie deutet gestikulierend auf ihren Mund. Seufzend wende ich mich erneut der Tür zu. Jetzt gebt sie einfach raus, verdammt! Was wollt ihr denn damit? Das ist meine Nase, gottverdammt, mein verfluchtes Eigentum. Wie viel zahlen sie euch, hm? Verräter! Gabi nickt ermutigend, streckt lächelnd den erhobenen Daumen aus. Bestärkt mache ich weiter. Ich trete die verfluchte Tür ein. Könnt ihr mich hören? Ich trete die Tür ein. Gebt mir einfach meine Nase zurück. Das hat offenbar eine Wirkung. So schade, dass man mit machen Leuten einfach nur mit Drohungen weiterkommt. Und ausgerechnet die Meyers. Was wäre ich nur ohne Gabi? Etwas raschelt. Dann meldet sich eine zittrige, altersschwache Stimme durch das Holz. Verschwinden Sie endlich, Mann. Wir wissen nicht, wovon Sie reden. Wir haben nichts, das sich zu stehlen lohnt. Klopfen Sie noch einmal gegen die Tür und wir rufen die Polizei. Verflucht. Ich hätte das wirklich nicht von Herrn Meyer und seiner Frau gedacht. Zögerlich blicke ich zu meiner Mitbewohnerin. Die Polizei unterstützt sie, also sollten wir den Anruf wohl vermeiden. Doch Gabi schüttelt lediglich den Kopf, bevor sie mir bedeutet, weiterzumachen. Bam! 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 Das Knallen meiner Wohnungstür übertönt den dumpfen Lärm der Sirenen für den Bruchteil einer Sekunde. Gehetzt sehe ich mich um. Das darf doch alles nicht wahr sein. Weshalb? Warum sind wir hier? Hätten wir nicht gleich fliehen sollen? Anklagend drehe ich mich zu meiner Mitbewohnerin, die hinter mir in den Flur stolpert. Quatsch, das würden Sie erwarten. Los, schließ schon ab. Mach es doch einmal selbst, du bist schließlich näher dran. Gereizt raufe ich mir die Haare, dass sie einen aber auch immer so herumkommandieren muss. Ständig muss ich alles übernehmen, während sie keinen Finger rührt. Das bloß, weil sie alle die großartigen Ideen hat, darf sie sich nicht selbst die Hände schmutzig machen? Manchmal kommt mir unsere Beziehung unglaublich einseitig vor. Du hast den Schlüssel, Vollidiot. Oh, stimmt. Weshalb haben wir eigentlich nur einen Schlüssel? Das ist doch unglaublich unpraktisch. Ich wühle durch die Taschen meiner Jeans, schaffe es schließlich, das kleine metallene Teil hervorzufischen und ramme es ins Schloss. Für einen kurzen Moment fühle ich mich etwas sicherer. Dann beginnt der logische Teil meines Bewusstseins mahnend den Kopf zu schütteln. Halt! Was machen wir denn jetzt? Sie können die Tür doch einfach aufbrechen. Wir hätten verflucht nochmal wegrennen sollen, Gabi. Mit wutverzerrtem Gesicht fährt sie zu mir herum. Du hörst wirklich nicht zu, oder? Ich hab dir doch gesagt, dass sie genau das von dir erwarten würden. Das, was du normalerweise tun würdest. Also musst du tun, was du normalerweise nicht tun würdest, wenn du sie überlisten willst. Woher soll ich denn bitte wissen, was ich nicht tun würde? Ich vergrabe das Gesicht in den Händen, versuche verzweifelt mitzukommen. Ihre Schritte verschwinden in der Küche. Nach kurzem Zögern stolpere ich hinterdrein. Die Sirenen schallen. Im Treppenhaus werden Stimmen laut. Mit verschränkten Armen lehnt Gabi am Küchentisch, nickt beiläufig zum Hängeschrank, als ich den Raum betrete. Ich folge ihrem Blick. Der alte Sambuka. Huh. Ja, vermutlich würde ich mich in dieser Situation normalerweise nicht betrinken. Aber ich sehe auch nicht wirklich, wie es weiterhelfen würde. Vielleicht, wenn ich behaupten könnte, lediglich einen über den Durst getrunken zu haben. Quatsch, Depp! Du sollst das Feuerzeug holen! Gabis energische Stimme schneidet durch den Gedankengang wie ein Sägeblatt durch warme Butter. Klar, ein Feuer legen. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Schätze ich zumindest. Los, beweg dich! Bitte! Der Peitschenhieb ihrer Worte bringt mich wieder in Bewegung. Ich reiße die Flasche vom Schrank, beginne die Schubladen nach dem Feuerzeug zu durchwühlen. Da, das kleine orange Plastikding. Auf ihr zufriedenes Nicken hin leere ich die Flasche.
Binnen Sekunden saugt das Tischtuch die aromatisch duftende, hochprozentige Flüssigkeit auf. Panisch wische ich das restliche Geschirr vom Tisch. Messer, Tassen, Löffel fliegen durcheinander. Das ignorierte Brötchen landet auf dem Boden. Aus einer anderen Schublade zerre ich ein Päckchen Servietten, fummele mit tauben Fingern an der Verpackung herum, reiße sie schließlich mit den Zähnen auf. Wie weiße Segel trudeln die Stofftücher zu Boden. Ich fische eines aus der Luft, rolle es hektisch zusammen. Nein, zerknülle es vielmehr. Mein feuchter Daumen rutscht einmal, zweimal, dreimal vom Zündstein des Feuerzeuges ab, ehe das kleine Flämmchen aufleuchtet. Probehalber leckt es an der Serviette, scheint sich für einen Augenblick nicht entscheiden zu können, ehe es seinem natürlichen Instinkt folgt und beginnt, das weiße Papiertuch zu verschlingen. Ich werfe es auf den Tisch. Die Stichflamme faucht beinahe ebenso beeindruckend wie Gabi. Keuchend stolpere ich aus der Hitze, taumele rückwärts in den Flur und beobachte erleichtert, wie die Flammen den Tisch verschlucken. Jetzt kann alles gut werden, richtig? Ich stütze mich an der rauen Tapete ab und spüre, wie ein hoffnungsfrohes Lächeln meine Lippen kräuselt. Der Rauchmelder schlägt Alarm. Also gut, das wäre das. Damit haben Sie bestimmt nicht gerechnet. Wie geht es jetzt weiter, Gabi? Ich blicke gerade rechtzeitig auf, um zu sehen, wie sich ein zufriedenes Lächeln in Gabis... Suchend schaue ich mich nach meiner Mitbewohnerin um. Hey, Gabi? Wo steckst du jetzt schon wieder? Was machen wir? Ich stapfe eilig in das kleine Wohnzimmer. Keine Spur von meiner Mitbewohnerin. Werfe einen Blick in mein Schlafzimmer. Nichts. Stürze in das Badezimmer. Keine Gabi, weit und breit. Sie kann doch nicht in der Küche geblieben sein? Gabi? Dicker Rauch dringt mittlerweile aus dem kleinen Inferno, in dem wir noch vor einer guten Stunde friedlich gegessen haben. Ich schreie ihren Namen, bis sich der Rauch in meiner Lunge verbeißt. Wo? 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 Hustend beuge ich mich vor, die Augen gegen die Hitze zusammengepresst. Spähe in den engen Raum. Nein, da kann sie nicht drin sein. Mein Blick fällt auf das vergessene Brötchen, das in den Türrahmen gerutscht ist. Wie betäubt greife ich danach. Es verschwimmt vor meinen tränenden Augen, doch meine Hand schließt sich trotzdem um das harte Teilchen, reißt es in den sicheren Flur. Gemeinsam gleiten wir an der warmen Wand hinab. Hart, das harte Teilchen. Es ist so hart. Habe ich es ihr nicht erst heute Morgen auf den geblümten Teller gelegt? Verblüfft lasse ich den Blick durch meine Wohnung wandern. Auf einmal fühle ich mich unglaublich einsam. Meine Wohnung. Mein Schlafzimmer. Mein Schlüssel. Meine Zahnbürste. Oh, bitte nicht schon wieder. Story 2 an alle Autoren. Ich bin alleine zu Hause. Meine Eltern sind mal wieder aus, wohin weiß ich nicht. Hauptsache, sie sind weg. Endlich wieder sturmfrei. Wobei sturmfrei in meinem Fall bedeutet, dass ich endlich wieder die Ruhe zum Schreiben finde, ohne ständig unterbrochen zu werden. Ich schreibe nämlich gerne Creepypastas, am liebsten über Jeff the Killer. Er ist einfach eine rundum faszinierende Figur. Seine gestörte Vergangenheit, seine Verletzungen, sein Wahnsinn, der ihn dazu brachte, sich selbst ein Lächeln einzuritzen und seine Augenlider zu verbrennen, um ewig sein hübsches Gesicht bewundern zu können. Seine wilde Freude, die er empfindet, wenn er einen weiteren Menschen schlafen schickt. Ich betrete mein Zimmer, schließe die Tür, lasse die Rollläden runter und lege mich in mein Bett. Ich ziehe mir die Bettdecke bis zur Brust und lege meinen Laptop darauf. Im sanften Licht, das durch die Rollläden scheint, kann ich noch schwach die Poster erkennen, die ich um mein Bett herum angeklebt habe. Ich fahre meinen Laptop hoch und öffne OpenOffice, um zu schreiben. Aber nicht einfach so. Ein Autor braucht Atmosphäre, um seine Geschichte zu schaffen. Ich öffne YouTube und lasse ein paar gute Soundtracks im Hintergrund laufen. Midnight Syndicate hat mir schon geholfen, so manch eine gute Story zu schreiben. Anschließend google ich nochmal nach Jeff. Ihr wisst schon, der Killer. Er ist einfach faszinierend. Ich scrolle ein paar Bilder weiter, während sich meine Augen euphorisch weiten. Es sind meist dieselben Bilder. Jeffs breites, weißes Gesicht,
sein eingeschnittenes, krankes Grinsen und seine ewig aufgerissenen, starrenden Augen in Richtung der Kamera schauend. Ich will gerade wegklicken, als sich plötzlich eines der Bilder selbst öffnet und den ganzen Bildschirm ausfüllt. Ich schreie kurz entsetzt auf und zucke heftig zusammen. Jeffs Augen, seine wahnsinnigen, schwarz umrandeten Augen, scheinen mich direkt anzustarren. Durch den Bildschirm hindurch. Diesen Eindruck hatte ich niemals zuvor. Noch bevor ich länger darüber nachdenken kann, schließt Google sich selbst und das Bild verschwindet. Ich sehe nun das leere, weiße Textfeld von OpenOffice. Mein Herz schlägt mir immer noch bis zum Hals. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Was war das gerade? Ich schiebe es auf eine weitere Macke meines Laptops. Schließlich wäre das nicht seine einzige. Ich zucke mit den Schultern, versuche damit meine Angst abzuschütteln und beginne zu schreiben. Meine Finger fliegen nahezu über die Tastatur, während Wort für Wort den Bildschirm füllt. Ich habe gerade erst eine halbe Seite geschafft, als ich plötzlich unten ein Geräusch wahrnehme. Es war kurz und wegen meiner Kopfhörer habe ich es kaum richtig zuordnen können. Ich halte kurz inne und spitze die Ohren. Da unten ist nichts. Ich zucke wieder beiläufig mit den Schultern und tippe weiter. Als ich eine Seite fertig hatte, hörte ich es wieder, diesmal laut und deutlich. Ein Schritt. Auf der Treppe. Ich schalte sofort die Lautstärke per Tastatur runter, das Geräusch eines Mausklicks nicht riskierend. Ich lausche angestrengt in die Stille hinein. Da. Wieder. Ein fester, schwerer Schritt auf der Holztreppe. Meine Augen weiten sich wieder. Diesmal vor Angst. Ich war alleine. Wer sollte das sein? Meine Eltern hätten sich zweifellos angekündigt durch das Motorengeräusch des Autos, das Öffnen der Tür. Und ihre Schritte auf der Treppe klangen auch anders. Nicht so schwer, nicht als würde jemand mit dem ganzen Fuß auftreten. Panisch schlage ich meinen Laptop zu, zu ängstlich, um an die Schutzauflage zu denken oder daran, dass ich gerade möglicherweise den Bildschirm kaputt gemacht habe. Ich schmeiße ihn regelrecht auf den Bürostuhl neben meinem Bett, ziehe mir die Kopfhörer aus den Ohren und lasse sie neben mein Bett fallen. Ich ziehe die Bettdecke bis zum Hals hoch und stelle mich schlafend. Sollte jemand in meinem Haus sein, darf er mich nicht für eine Bedrohung oder einen Zeugen halten. Ohne meine Kopfhörer kann ich nun alles, was sich auf der Treppe abspielt, genau hören. Schritt um Schritt, in Abständen von etwa 10 Sekunden, geht, wer auch immer da draußen ist, die Treppe hoch. Stufe um Stufe. Ich höre noch etwas. Etwas, was mich beinahe laut schreien lässt. Ein metallischer, heller Ton. Metall auf Metall. Der Einbrecher hat eine Waffe oder irgendetwas anderes aus Metall, das er mit jedem Schritt schwach gegen das Metallgeländer der Treppe schlägt. Ein Kreischen steigt in meiner Brust auf und mir bricht der kalte Schweiß aus. Wieso sollte ein Einbrecher eine Waffe mitnehmen und sie derart laut demonstrieren? Er sollte doch darauf achten, dass niemand aufwacht. Obwohl ich mich gegen den Gedanken wehre, schließt mein Gehirn automatisch den einzig logischen Schluss. Ein Mörder. Ein Psychopath, der seine Opfer ängstigen will, bevor er sie langsam und zweifelsohne qualvoll abschlachtet. Mein Herz schlägt so laut, dass ich Angst habe, er könnte es durch die geschlossene Tür wahrnehmen. Die Treppe hat 12 Stufen. Ich habe schon 8 Schritte gehört. 9, 10. 11, 12. Die Schritte verstummen. Er ist nun auf dem Flur, auf dem auch die Tür zu meinem Zimmer steht. Ich halte zwanghaft die Augen geschlossen, bemühe mein Gesicht um einen ruhigen, entspannten Ausdruck und versuche meinen Atem ruhig und gleichmäßig zu halten, ganz als würde ich schlafen. Ein einzelner, betont lauter Schritt. Er steht nun genau vor meiner Tür. Langsam, ganz langsam, drückt er die Klinke runter. Mit einem lauten Klacken öffnet er sie. Ich höre, wie die Tür sich weit zur Seite dreht und dem Fremden somit mein Zimmer preisgibt. Noch ein paar Sekunden höre ich nichts. Doch ich spüre, wie sein Blick an mir heftet. Kalter Schweiß durchdrängt mein Kissen. Ein Schritt. Noch einer. Noch zwei. Und er würde vor meinem Bett stehen. Vor mir stehen. Noch ein weiterer Schritt. Und schließlich der letzte. Dann das Rascheln von Kleidung, als würde sich jemand bücken. Er, wer auch immer er ist, hockt vor mir und starrt meine geschlossenen Augen an. Ich spüre seinen Atem,
höre ihn wie ein leises, raues Röcheln von jemand schwer Verletztem, der seine letzten Atemzüge tut. Ich kann praktisch spüren, wie er vor mir hockt und darauf wartet, dass ich ein verräterisches Zeichen von mir gebe. Ein Zeichen, dass ich wach bin. Ich bringe meine ganze Konzentration auf, um mich nicht zu bewegen. In gleichmäßigen Abständen zu atmen, obwohl mir mein Herz fast durch die Rippen springt. Eine gefühlte Ewigkeit verharre ich so. Rühre nicht einen einzigen Muskel. Zeige keine Anzeichen meiner Angst. Dann spüre ich eine kalte Klinge an meinem Hals. Das war es also, was ich auf der Treppe gehört habe, und höre eine raue, irre Stimme. Denkst du etwa, du könntest mich zum Narren halten, Kleiner? Der Klang dieser Stimme lässt mich meinen letzten Rest Selbstbeherrschung verlieren. Ich schreie, zucke zurück an die Wand und reiße die Augen auf, nur um zu sehen, was ich bisher für einen Mythos hielt. Pechschwarzes Haar, strahlend weiße Haut, die im Dunklen regelrecht zu leuchten scheint. Ein grinsender, roter Mund mit aufgeschnittenen Mundwinkeln, die ihn zu einem grässlichen Grinsen verzerren. Krankhaft aufgerissene, starrende Augen von tiefschwarzen, verbrannten Ringen umgeben. Jeff the Killer. Bevor ich viel mehr tun kann, als mich mit aller Kraft an die Wand zu drücken, weg von diesem Monstrum, springt er auf mein Bett, packt mich mit der linken Hand am Hals und rammt mir mit der rechten sein Küchenmesser durch den Arm, vorbei am Knochen, direkt in die Wand hinter mir. Ich bin festgenagelt. Tränen steigen mir in die Augen. Weniger wegen dem Schmerz, als mehr wegen der panischen Angst, die mich nun gänzlich ausfüllt. So, sagt Jeff mit einem Ton, wie jemand, der einem Verbrecher seine Schuld beweist. Du glaubst also, es wäre lustig, mich als Kunstfigur zu benutzen? Mich in deinen Geschichten tanzen zu lassen wie ein Hündchen, das nur deiner Unterhaltung dient? Er dreht das Messer in meinem Arm und ich stoße einen gequälten Schrei aus. Du glaubst, es würde mir nichts ausmachen, wenn du mich zum Vergnügen deiner Leser tun lässt, was immer du willst. Du glaubst, du wüsstest, was ich tun würde, wie ich wirklich ticke. Er zieht mir das Messer aus dem Arm. Blut bespritzt seinen weißen Kapuzenpullover und meine Bettdecke. Er hält mich weiter am Hals gepackt und hält mir die Messerspitze an die Stirn. Ich bin es sowas von leid, dass ihr, die ihr euch Autoren schimpft, uns höhere Wesen als eure Spielzeuge benutzt. Dass das, was ihr schreibt, uns sofort als wahr angedichtet wird. Es wird Zeit, dass ich mal ein Exempel statuiere, um den anderen zu zeigen, was wir davon halten. Er bewegt die Messerspitze langsam auf mein linkes Auge zu und zieht dabei einen blutigen Schnitt über meine Stirn. Ich zitter vor Todesangst. Ich kann mich nicht einen Zentimeter bewegen, mich nicht wehren. In seinen Augen steht nun wilde Freude geschrieben. Vorhin wolltest du mich nicht sehen. Du willst mich auch jetzt nicht sehen. Wie wäre es, wenn ich dir diesen Wunsch erfülle? Ich würde schreien, doch kein Laut kommt mir aus der Kehle. Er wird mir die Augen ausschneiden, mich blind und kriechend zurücklassen. Doch kurz bevor er mein Auge erreicht, hält er inne. Aber nein, ich habe eine bessere Idee. Er lässt von mir ab, dreht sich um und greift mit seiner weißen Hand nach meinem Laptop. Du schreibst doch so gerne, oder? Er wirft mir meinen Laptop in den Bauch, was mich zusammenkrümmen und meine Wunden somit noch mehr schmerzen lässt. Du wirst an die anderen da draußen schreiben, sagt er mir in einem ernsten Tonfall. Er klappt den Laptop vor mir auf und drückt ihn mir in die Hände. Du wirst an die anderen Autoren schreiben, was mit ihnen passiert, wenn sie mit ihrem Treiben nicht innehalten. Endlich, unter Anstrengung, gelingt es mir zu sprechen. Was? Ich muss schlucken. Was wird mit ihnen passieren? Sein wahnsinniges Grinsen scheint noch breiter zu werden. Die alten Schnitte scheinen vor Freude wieder zu bluten. Dasselbe, was ich mit dir machen werde, wenn du mit dem Schreiben fertig bist. Und nun schreibe ich. Er sieht mir über die Schulter, während ich schreibe. Sobald ich fertig bin, wird er mich töten. Er gibt mir genug Zeit, alles, was geschehen ist, niederzuschreiben und hochzuladen. Er zwingt mich, alles nochmal zu durchleben. An alle anderen Creepypasta-Autoren, lasst euch dies eine Warnung sein. Tut es nicht. Schreibt nicht über Jeff oder die anderen. Sie mögen es nicht. Ganz und gar nicht. Meine Begeisterung für ihn hat nun dafür gesorgt, dass er mich umbringen wird. Er wird mich gleich schlafen schicken.